Hallo zusammen, wie ich sehe, schaue dir gerade die Jugendrot BLTV. Freut mich, macht weiter so. Guten Tag, Herr Janjak. Schön, dass Sie heute am Podium sind von uns. Wir haben für Sie 4 Fragen vorbereitet. Und zwar die erste gerade. Wie motivieren Sie die Jungen, zum zu wählen? Indem ich ihnen probiere zu erklären, dass Politik auf jeden Fall gemacht wird. Und wenn die Jungen nicht gehen, wählen, dann wird sie von den Alten gemacht. Und das kann sich nicht im Interesse der Jungen. Okay, merci vielmals. Zweite Frage. Was haben Sie selber für die Jugend gemacht und was werden Sie in Zukunft noch für die Jugend machen? Also ich werde Ihnen ein Beispiel zeigen. Wir haben hier eine grosse Debatte jetzt um die ganze Zukunft von der Energie, von der Atomkraft. Und da finde ich zum Beispiel klar, dass die Generation, die heute jetzt dort zu sagen hat, nicht darüber soll entscheiden, was dann noch hat, wenn die heutigen Jugendlichen alt sind und auch Familie haben, wie dann ihre Zukunft ausgeht. Es gibt Fragen, wo eine alte Generation nicht darf, die Entscheidungen so vorspuren, dass dann die jüngere Generation keine Wahl mehr hat. Gut, vielen Dank. Dann, was hat Sie als Jugendliche an den älteren Politikern früher gestört gehabt? Ja, wenn sie so da haben, wie, also wenn sie einen Spruch gewählt haben, den man nicht versteht. Aber ich weiss selber, dass das als Politiker, dass man da manchmal auch rückfällig wird oder selber Mühe hat, wirklich einen Spruch zu finden, wo jeder versteht. Weil man immer in dieser Politik rum ist, oder? Und das ist halt nicht unbedingt immer der Spruch, den alle verstehen. Aber doch bin ich lernfähig. Okay. Dann Ihre Plakatkampagne haben wir noch ein bisschen angeschaut und uns gefragt, Herr Janjak, was ist denn ein offener Dickschädel? Das ist einer, der hart am Ball bleibt, in der Sache. Aber sein Horizont ist über seine Parteibücher raus und auch über die Schweiz raus. Er schaut, was wir für Beziehungen zu unseren Nachbarn pflegen müssen. Also er will keine Mauern um die Schweiz herum bauen. Aber in der Sache, wenn er dort ein Anliegen hat, also ich habe mit dem Bundesrat sehr viel gestritten, in meiner Funktion als Präsident der Geschäftsprüfungskommission, aber streiten, etwas durchsetzen, am Ball bleiben, aber auch tolerant sein und wie gesagt, einen weiten Horizont.